oder der drückt die immer so komisch zusammen. Ja, ich bin müde. Ich werde auch bald pennen gehen. Wir haben 2.04 Uhr. Ich möchte heute nicht so allzu lange aufbleiben. Ich habe auch an sich relativ wenig geschlafen heute. Irgendwie nur 5 Stunden oder so. Oder war es 6? Vielleicht waren es auch 7. 7 kommen eher ran. Genau, ich bin hier lang gegangen. Na, vielleicht werden es doch 3 Folgen. Vielleicht komme ich jetzt noch, wenn ich hier erstmal noch schnell was mache. Kann ich dann. Oh. Oh, 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 oh. Ich hatte sie stark in Erinnerung und die sind auch immer noch stark. Die Drachen-Strich-Snapper. Ein Dings, ein Worttrennungsstrich ist dazwischen. Ich frag, wo ist Worttrennungsstrich? Es gibt mehrere Arten von Bindestrichen, wenn ihr das noch nicht wisst. Und der Worttrennungsstrich ist einer. Gehen wir mal zu dem, zu Xardas alten Turm. Ich weiß, dass es Xardas alter Turm ist. Das war genau so im ersten Teil. Ich spoilere euch jetzt voll. Ha. Na gut, das sieht man auch irgendwo. Hat voll die Ähnlichkeit. Also, ich kenne da mal so einen Typen. Er war so eine kleine Ratte. Der hatte so einen Turm in so einem See. Und dann hat's Rums gemacht und dann war der Turm kaputt. So, das war eine Geschichte, die ich euch erzähle. Das ist eine wahre Seemannsgeschichte. So, arrr. Arrr. Okay, das war scheiße. Oh, er hat eine schwarze Perle dabei. Ein Pärchen, Pärchen. Ich ertrinke. Ich weiß, es sah gerade sehr komisch aus, aber gut. Einfach mal gegen den Kopf schlagen, dann ist es tot. Golem! Drachensnapper! Er hat 2 Hörner dabei. Und genau hier ist die Stelle. Ich werde noch etwas länger machen, Leute. Denn ich war hier in der Mine. Das ist Silvestros Mine. Was haben die hier noch? Erz? Ich meine, die hatten mal Kisten hier rumstehen. Aber die waren nicht glitzernd. Da war da kein Erz drin. Für Lederbeutel. Da ist ein Minecrawler. Ich hatte früher voll Angst, dass ich rein bin. Zum ersten Mal und ich nicht wusste, was mich da drin erwartet. Und es waren einfach Minecrawler. Und ich kannte die zuvor noch nicht. Und ja. Oh, da war in der Banditenhöhle, waren da noch keine Minecrawler drin.
so furchtbare Angst. Bin auch immer irgendwie so nach hinten gegangen und sonst was und hab geguckt, dass ich immer nur einen pulle. Es tut mir auch irgendwo auf den Ohren weh, wenn die angreifen. Die sind etwas laut. Die hier sterben schon mit dem ätzenden Geräusch. Das reicht mir. Mit einem ätzenden Geräusch. Oh Mann, ich töte wirklich alles mit einem Schlag. Zum Glück ist das eh nur ein paar Folgen lang. Danach könnt ihr wieder den nicht so ganz OP'n Aska sehen. Der eigentlich noch woanders hin wollte, aber sich umentschieden hat, dass er da nicht hingehen wird. Oder vielleicht doch. So viel und mehr seht ihr in der nächsten Folge von wenn Aska sich mal entschieden. Alles. Dies und alles andere seht ihr in einer anderen Folge von Ape Crime TV. Ich mache unterschwellige Werbung, ich weiß. Aber ich bin dafür geboren. Der geborene unterschwellige Werbung. Macher. Bewerbungsmacher. Würde ich schon Bewerbungsmacher sagen. Mache mit unterschwelligen Botschaften Bewerbungen. Kriege lauter Zusagen. Weil sie einfach legendär sind. War da nicht noch was drin? Nö. Schön. Oh, okay, ich finde die Wölfe. Ihr werdet euch jetzt natürlich dann als wahrscheinlich eine der Leute, die sich fragen, warum ich Sachen töte, natürlich, die ich ja zuvor schon getötet habe, aber ich sage nur nicht so ganz synchroner Spielstand. Und natürlich hier mein Kampf. Und in diesem Punkt, würde ich sagen, endet die Aufnahme mal mit seinem Tod. Die fressen total falsch. Also, nun ja. Wobei, ich mache hier schnell einen kleinen Cut und dann mache ich das nochmal schnell hin und dann, ja. So, bin wieder da. Aber ich schnell einen kleinen Cut. Und ja. Denn ich möchte euch noch etwas zeigen. Weiß, ich habe hier oben ungefähr in diesem Bereich habe ich dann im anderen Teil Schluss gemacht, aber ich weiß gar nicht mal, ich war in dem LP noch gar nicht mal dahin.
das, weil das würde ich wissen. Und wenn nicht, dann habt ihr es zweimal von mir. Also. Ist ja auch gar nicht mal so verkehrt. Wo ist denn Suchender? Haben sich an Orten postiert, an denen ich auf jeden Fall wieder zurückkehren würde. Okay. Und an diesen Ort würde ich natürlich wieder zurückkehren. So wie ihr diesen Turm hier seht und wie ihr es auch hören könnt, sind da drin ein paar Viecher und die würde ich umlegen noch. Aber ihr seht doch an sich, er ähnelt einem anderen Turm. Er ähnelt Xardas Turm. Und es ist auch wirklich Xardas alter Turm. Von dem haben sie ja auch am Anfang gesprochen. Die Diener, die ich rief, haben in dieser Zeit gute Dienste geleistet. Den Turm zu bauen. Ich habe zwar im LP natürlich nichts davon, aber egal. Würde ich mal so behaupten. Denn ihr habt ja an sich so. Hat hier Treppen. Ich meine, der hat zuvor was anderes. Auf jeden Fall egal. Man sieht hier schon, es ist teilweise derselbe Turm. Ich höre einen Zombie. Machen immer so komische Geräusche. Oh! Eine Rune, ein Erzbrocken, eine Spruchrolle, eine Rune, einmal ein Dämon beschwören natürlich, schwarzes Erz und Spruchrolle Dämon beschwören. So.
Und ich würde interessieren, was ich dafür Runen noch bekommen habe. Teleport zum alten Dämonenturm. Und Angst habe ich jetzt zweimal. Also eine war eine Teleportrune und die andere war für Angst. Oder war zumindest Angst. Gut. Dann kann ich mich jetzt guten Gewissens nach hinten begeben und weinen. Nein. Mich jetzt zurück zu der einen Position begeben und da die Aufnahme beenden. Ich meine, hier war's. Naja, auf jeden Fall, Leute. Bewertet die Parts, je nachdem, wie sie euch gefallen haben. Kommentiert, was ihr kommentieren könnt. Lasst gegebenenfalls noch ein Abo da. Und natürlich Sun Bros. Praise the Sun. Yo. Und schaut dann noch das am besten das LP nach diesem zum Ende. Wenn ihr es zuvor angeguckt habt. Wenn nicht, guckt es komplett nochmal durch. Das wäre super. Oder an sich nur diese drei Videos, die dann kommen werden. Ich weiß es ja nicht. Könnt ihr gerne tun, so wie ihr es gut haltet. Ich will euch da nicht reinpfuschen. Und ja, da würde ich sagen, ich lege mich jetzt guten Gewissens weg. Schlafen und ihr könnt von mir aus das noch weiter anschauen. Also, dann auf ein Wiedersehen.